Die Justizvollzugsanstalt Brandenburg, eines der größten Gefängnisse in Ostdeutschland. Hier arbeitet die Vollzugsbeamtin Johanna Schröder. Sie ist Ausbilderin und wird heute ihre angehenden Kollegen prüfen. Auf dem Programm steht eine Haftraumkontrolle in einer der speziell ausgestatteten hauseigenen Übungszellen. So in etwa sieht ein Doppelhaftraum in der JVA aus. Den nehmen wir halt auch für Übungszwecke. Das heißt, hier machen Anwärter Durchsuchungen, gucken, ob er verbotene Gegenstände versteckt hat. Gefangenen haben 23 Stunden Zeit. Die können also sich viele Sachen überlegen, wie sie uns hier ein bisschen beschäftigen können. Not macht erfinderisch. Die Gefangenen haben jede Menge Tricks auf Lager. Johanna Schröder präpariert die Zelle mit Originalfundstücken. Hier ist ein bisschen Alkohol angesetzt da drinnen. Den werde ich mal in den Nasstrakt stellen. Denn nicht selten ist das Offensichtliche am schwersten zu finden. Hier ist Nivea Deodorant umfunktioniert als Pfefferspray. Deo-Zerstörer für den Mann. Die Pflege rausgenommen und Pfeffer- und Chili-Lösung reingemacht. Man kann es auch riechen. Das ist natürlich eine Angriffswaffe. Damit kann er einen Bediensteten, den er überwältigen möchte, erstmal in die Augen sprühen und dann ist erstmal für den Bediensteten zappenduster. Ne? Eine effektive Durchsuchung der Hafträume ist für die Beamten daher äußerst wichtig. Nicht zuletzt geht es um ihre eigene Sicherheit. Das ist jetzt Basilikum. Aber das nehme ich sozusagen als Cannabis. Abgeschnittener Finger vom Gummihandschuh wird das wasserdicht verpackt. Ne? Und dann wird das an eine Angelsehne rangemacht. Und dann wird das Teil einfach in die Toilette gehangen. Das finde ich eins mit der pfiffigsten Verstecke. Weil wer mag schon gerne in die Toilette reinfassen? Keiner. Auch wir Beamten nicht so gerne. Gleich beginnt die Prüfung. Doch vorher muss Johanna Schröder noch einen Schützling in seine vier Wände begleiten. Auch Raimund kennt sich mit Verstecken aus und ist von den Zellenkontrollen wenig begeistert. Na, Fakt ist, das ist der Feind. Das sind die deine Annehmlichkeiten, die du dir hier so zusammenschacherst, wegnehmen könnten. Also das, was dir vielleicht Spaß macht, dein Hobby, das du unter der Hand hast. Natürlich, gut. Wir tun alles dafür, um nicht erwischt zu werden. Und die tun alles dafür, um uns zu erwischen. Ja. Katz und Maus. Aus dem ganzen Bundesland kommen die Anwärter zur Ausbildung in die JVA Brandenburg. Drei von ihnen werden heute ihr theoretisches Wissen in die Praxis umsetzen. Einer muss den Häftling mimen und stattet sich gleich selbst mit verbotener Ware aus. Los geht's. Mahlzeit, Mahlzeit. Mahlzeit, ihr beiden. Folgende Situation, Haftraumkontrolle. Der Gefangene befindet sich mal auf dem Haftraum. Sie wissen ja, was dann zu tun ist. Woran denken wir? Wir machen eine SOS-Kontrolle. Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit. Und nach? Prinzip. System, ja. Ja, also sprechen Sie sich ordentlich ab und dann zeigen Sie mal, was Sie gelernt haben. Der Gefangene wird aus seiner Zelle gebeten. Seine Taschen muss er selbst ausleeren. Naja. Dieses Versteck war nicht gerade besonders kreativ, dafür aber der Gegenstand selbst. Was haben Sie denn hier, Herr Müller? Waffen gebaut? Sehen Sie doch, oder was? Das ist vom Einwegrasierer die Rasierklinge, die er sich halt in so eine Holzhalterung reingeklebt hat. Für uns ist das auch keine Waffe. Eine Rasierklinge ist sehr scharf. Und wenn Sie die an den Hals gehalten kriegen, dann ist es auch sehr schnell durch die Halsschlagader durch. Ach, ich würde sagen, Sie gehen links rum, ich gehe rechts rum. Machen wir so. Ja? Der Alkohol ist schnell gefunden. Systematisch nehmen die angehenden Justizvollzugsbeamten jetzt Gegenstand für Gegenstand in die Mangel. Denn die Möglichkeiten sind uferlos. In den Fächern wird gerne die Tür ausgehöhlt. Deswegen müssen wir hier auch ein besonderes Augenmerk drauf legen. Ein alter Hut, doch immer wieder praktiziert, ausgehöhlte Bücher. Sehr beliebt, aber verboten sind vor allem Handys. Auch Raimund hätte dafür gute Verwendung und bei ihm klingt das eigentlich ganz harmlos. Mein Handy wäre auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Ich würde den ganzen Tag meine Freundin telefonieren oder Nachrichten schreiben oder ins Internet gehen. Also alle so eine Sachen, die halt verboten sind, die man nicht machen kann. Die man draußen jeden Tag einfach so hat, die nicht besonders draußen sind. Aber drinnen sind so viele Sachen, was Besonderes.
Handys sind halt im Vollzug verboten, weil die Gefangenen dort ja Absprachen mit draußen treffen können, Fluchtgedanken haben und die absprechen können. Oder was noch schlimmer ist, das gab es auch leider schon, dass die draußen Leute bedrohen per Handy. Ne? Die, manchmal sogar die Ex-Frau, die sich getrennt hat, wird dann per Handy bedroht. Oder was auch noch Schlimmes, wenn es sich um Betrüger handelt oder Geschäftemacherei handelt. Also man spricht dann Geschäfte ab draußen. Nicht überall, wo Kaffee draufsteht, ist auch Kaffee drin. Und nicht überall, wo drin ist, was draufsteht, kann gleich Entwarnung gegeben werden. Hier sieht man halt auch schon, dass es ein schönes Versteck ist hier unter, in dem man einfach sich eine Pappe unterlegt. Das heißt, alles, was Pulver beinhaltet, auskippen. Denn wer weiß, was drunter ist. Und unten ist halt schön Schaumgummi, sauber drin. Und es ist eine schöne Tätowiermaschine, eine selbstgebaute. Dazu später mehr. Es folgt die Auswertung. Die Probanden sind zuversichtlich. Was haben Sie nicht gefunden? Was glauben Sie? Also ihr könnt mir nicht vorstellen, dass wir irgendwo was übersehen haben. Weil wir sind ja systematisch vorgegangen. Dann treten Sie einfach mal zum Mülleimer zurück. Okay. Sie haben ja den Müll entsorgt, was ja richtig ist. Wir gucken ja nicht in den Dreck rein. Jetzt drehen Sie mal den ganzen Eimer um. Okay. Okay, sein bisschen Cannabis wäre jetzt übersehen. Der Gefangene hätte sich gefreut, ne? Hals, Nasstrakt, da steht ja auch Reinigungsutensilien drin. Haben sich den Schrupper mal ein bisschen genauer angeguckt. Was fällt Ihnen da auf? Ach so, das ist hier präpariert. Genau, der hat das also aufgeschnitten, aufgeschraubt und darunter scheint irgendwas zu sein, richtig? Richtig. Was haben wir noch übersehen im Bad? Von oben habe ich beobachtet, da haben Sie wunderbar den Klodeckel aufgemacht. Gucken Sie noch mal rein. Oh, was ist da drin? Drogen im Klo. Drogen im Klo. Schauen Sie. Ja. Cappuccino kann man ja nichts gegen sagen. Der trinkt halt gerne Cappuccino, ne? Aber ist wirklich Cappuccino drin? Das ist eine Drohung. Könnte sich also auch um Heroin handeln, ne? Sieht ja so ähnlich aus. Der Einfallsreichtum der Inhaftierten hat Johanna Schröder schon immer beeindruckt. Und daraus wurde eine Sammlerleidenschaft der besonderen Art. Wir sind in ihrem sogenannten Kabinett. Vor 15 Jahren habe ich angefangen, hier die Dinge zu sammeln, die Gefangene halt bauen. Weil es ist manchmal sehr faszinierend, wie kreativ die Gefangenen sind. Wo ich immer sage, hätten sie die Kreativität draußen im Beruf angewandt, wären sie vielleicht nicht hier. Die einfachste Art, Alkohol herzustellen, ein Tetrapack, ein Plastebeutel, kommt ein bisschen Brot eingespeichelt rein, Zucker oder Obst, je nachdem, was derjenige zur Verfügung hat. Und dann wird es einfach hinter der Heizung geklemmt, Wärme erzeugt ja den Gärprozess. Und damit es schneller geht, haben zumindest Gefangene mir erzählt, wird zwischendurch mal reingespuckt, weil der Speichel wohl diesen Gärprozess vorantreibt. Und dann entsteht Alkohol. Der entstand auch in den zahlreichen anderen Destillenmarke Eigenbau. Sie stammen aus der Wendezeit, turbulente Jahre, in denen es die Gefangenen besonders wild trieben, was auch Johanna Schröder miterlebte. Hier erlangte die Kreativität der Insassen ihren Höhepunkt. Doch nicht alle Fundstücke regen zum Schmunzeln an. Denn wozu baut man sich zwei Samurai-Schwerte? Oder zumindest ähnlich, ja. Das ist auch kein Wurstmesser. Anfang der 90er Jahre waren die Gefangenen noch aggressiver drauf und haben also auch einen Morgenstern gebaut. Ganz einfache Mittel, das ist einfach vom Besteck, Gabel oder Löffel, ganz normales Alu. Wurde also angespitzt, scharf gemacht. Und wenn ich das als Waffe benutze, sehr gefährlich. Und da hört halt der Spaß bei uns auf. Das Material für viele Eigenkonstruktionen wurde aus den hauseigenen Werkstätten geschmuggelt. Heute dank Metalldetektoren nicht mehr möglich. Doch auch Besucher bringen Verbotenes mit, wie den Wodka in dieser Wurst, Hasch in einer Pralinenschachtel und Koks im Käse. Oder Gegenstände werden einfach zweckentfremdet. Früher Rasierapparat, jetzt Tätowiermaschine. Im Knast ein Dauerbrenner. Mit Genehmigung der Gefängnisleitung erklärt uns Raimund einen solchen Selbstbau. Das ist aus einem Kassetten,
Rekorder, der Motor, ein alter Löffel und eine selbstgebaute Nadel aus ja, Draht. Stellst du mal aus der Metallwerkstatt oder was? Und das hier scheint ein Handykabel zu sein, Handyladegerät. Ja, hier ist ein Schwungrad drauf, was unrund läuft. Und durch diese unrunde Bewegung tut die Nadel in dem Gerät auf und ab. Das ist Ruß. Das sind Leute, die machen sich sowas dann unter der Haut. Sehr ungesund. Gerade wenn man frisch reinkommt, da hat man noch nicht so die Gedanken sich so verändern. Also man sitzt drin, man ist frustriert, weil man erwischt wurde. Und dann versucht man halt Anschluss zu finden. Das ist ja doof, wenn man dann reinkommt und gleich, oh ja, macht man nicht so einen Scheiß da. Macht man erstmal mit. Auch nach Feierabend fällt Johanna Schröder das Abschalten nicht leicht. Neben der Jagd nach verbotenen Gegenständen hegt sie noch eine weitere berufliche Leidenschaft. Und die sieht ganz anders aus. Also ich habe mir nie gesagt, dass ich einen Gefangenen resozialisieren kann. Ich kann ihn aber dazu bewegen, drüber nachzudenken, wie sein Leben nach der Inhaftierung weitergehen kann. Also dazu kann man ihn schon bringen, den einen oder anderen. Wenn der Beamte dann auch noch authentisch damit umgeht, also glaubwürdig auch, dass mit ihm bearbeitet, dann merken die Mensch, da ist ein Mensch, der interessiert sich Tatsache für mich. Die haben den ja über viele Jahre. Am Anfang der Jahre nur Ärger. Dann wollen sie dir beweisen, sie haben das Sagen. Ne? Und dann so peu à peu gibt es wirklich Gefangene, die dann plötzlich ihr Verhalten auch wirklich verändern, die ernsthaft an sich arbeiten. Und mit denen sie dann viele Behandlungsmaßnahmen durchführen können, die auch zum Erfolg führen. Also wir haben auch Erfolgserlebnisse. Und das finde ich auch so toll an diesem Buch. Am nächsten Tag ist Johanna Schröder unterwegs zu ihrer Kochgruppe. Sie bringt tatsächlich als Vollzugsbeamtin den Gefangenen das Kochen bei. Die Männer in dieser Abteilung machen alle eine Ausnüchterung, wollen von Alkohol und Drogen wegkommen. Es sind schwere Jungs darunter, die sich auf Johanna Schröders Angebot regelrecht freuen. Frau Schröder, das ist so cool. Freut mich auch sehr drauf, nachher zu kochen. Doch wie passt das zusammen? Erst filzt eine Beamtin den eigenen Haftraum, dann wird gemeinsam gekocht. Das setzt eine Menge voraus. Vor allem innere Einsicht. Kochkurs! Wenn man frisch hier ankommt, ist jeder Polizist ein Feind. Die Polizei hat ihn festgenommen. Also die haben jetzt bloß andere Schriften auf ihre Jacken. Trotzdem der Feind. Aber ja, umso schneller man das begreift, dass es nie der Feind ist, umso besser wird das. Ja. Wenn man das hier nicht begreifen tut, dann verarscht man sich nur selber. Und ich möchte, wenn ich draußen bin, möchte ich mein Leben im Griff kriegen und nicht nochmal hierher kommen. Die Begrüßung ist herzlich. Meine Herren, was kochen wir heute? Ja, Kartoffelsalat-Cremesuppe. Als Vorspeise, genau. Und gefüllte Blätterteigtaschen machen wir noch mit ihrem Rinderhack. Das heißt, einer müsste das Rinderhack jetzt anbraten. Wer macht das? Im Kochkurs geht es ihm darum, für wenig Mittel was zu essen auf den Tisch zu bringen. Esskultur, also die müssen auch einen Tisch decken können. Und dass sie eben lernen, vernünftig miteinander umzugehen, zu teilen. Das Essen wird ja aufgeteilt dann auf alle. Der eine isst mehr, der andere weniger, aber dass es gerecht zugeht. Und das fördert eben auch die Teamarbeit in der Gruppe, ist so. Der Kochkurs ist für die Gefangenen das Highlight des Monats. Die Laune ist entsprechend gut, der Umgang miteinander locker. Doch zu locker darf er auch nicht werden. Wir sitzen uns so, wie sich das gehört. Und klar, im Gespräch vergisst mal der ein oder andere Gefangene und legt dann mal die Hand auf meinen Arm oder so. Dann sage ich ihm sofort, dass ich das nicht möchte. Wir haben zwar ein bisschen anderes Verhältnis, aber sie wissen auch, wenn sie mir halt erzählen, was sie für eine Dummheiten gemacht haben, dann bin ich auch wieder in die Pflicht genommen, das mit dem Vollzug zu melden. Eine Gratwanderung zwischen Kontrolle und Unterstützung, menschlicher Nähe und persönlicher Abgrenzung. Nicht immer leicht, aber das Rezept scheint aufzugehen. Und wie schmeckt's, Herr Obert? Schmeckt? Ihnen auch? Ja, sehr gut. Gut. Haben wir ja wieder was richtig gemacht, ne? Und nach dem Essen ist wieder vor der nächsten Haftraumkontrolle. Johanna Schröder will auch in Zukunft beides: Häftlinge austricksen und ihnen helfen.